Moin und willkommen bei Schwungvoll. Ja, ihr seht mich hier schon vor dem MG ZS e.V. stehen. MG war früher mal ein britischer Traditionshersteller. Heute ist da nur der Name übergeblieben. MG gehört nämlich inzwischen zum chinesischen SAIC-Konzern Shanghai Automotive Industry Corporation. Ja, was heißt das genau? Hier ist nicht mehr viel britisch dran. Ja, vielleicht ein bisschen die Schrulligkeit. Das erkennt man zum Beispiel an den gefühlt viel zu kleinen Reifen hier, sind aber tatsächlich 17 Zoll, sind aber auch im Radhaus ordentlich verloren. Kommen wir später nochmal zu. Ansonsten 42,5 Kilowattstunden Akku hat das Fahrzeug und hat damit eine WLTP-Reiche von 263 Kilometer. Ja, WLTP ist immer so eine Sache, das wisst ihr. Ich bewege das Auto natürlich viel auf der Autobahn und 263 wären schön gewesen. Realistisch waren es hier, ja, ich sag mal, um die 200, 210 Kilometer Autobahntempo. Was fällt sonst noch auf? 4,31 Meter Länge, 1,80 Breite, 1,65 hoch und tatsächlich auch einen brauchbaren Dachgepäckträger, 75 Kilo Dachlast und ansonsten 448 Liter Kofferraumvolumen. Das heißt, eigentlich absolut alltagstauglich das Fahrzeug. Und ja, bei chinesischen Autos, da waren wir in der Vergangenheit schon einiges gewohnt. Ich erinnere zum Beispiel mal an Landwind. Landwind, der ist ja wirklich krachend gescheitert, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich im NCAP-Crashtest. Da muss ich MG jetzt hier gar nichts vorwerfen lassen. Der MG hat ein 5-Sterne-Rating bekommen. Das heißt, das Auto ist genauso sicher wie zum Beispiel der ID3 oder tatsächlich auch das Model 3. Natürlich kann man jetzt auf die einzelnen Prozentnummer angeben, aber in Summe 5 Sterne im Ranking, das ist schon nicht ohne. Lassen wir mal über die für die vielen Fahrer von euch wichtigen Themen sprechen, nämlich das Entertainment-System. Der MG besitzt Android Auto, Apple CarPlay und da kann ich euch nur empfehlen, dass ihr das genau auch benutzt, weil so ein paar Schrulligkeiten haben sie hier schon eingebaut. Und zwar geht es dann darum, wenn zum Beispiel übersetzt ist, im Hauptdisplay ist grundsätzlich alles Englisch, hier ist dann Deutsch übersetzt worden, wobei ich vermute, es wurde vom Mandarin, Chinesisch, auf Englisch übersetzt, vom Englisch dann ins Deutsche und da gab es Übersetzungsfehler. Das zeige ich euch nämlich. Zum Beispiel wird hier nicht von Nein oder Nicht geredet oder aus, sondern wenn etwas nicht sein soll, steht da Nahe. N-A-H-E. Sowas nach Deutschland zu bringen und dort dann dem Verkäufer zu überlassen, finde ich ein bisschen laienhaft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da erwarte ich Besseres, aber so ist es nun mal manchmal, ne? Raus auf den Markt mit sowas und ja, dann kommt dabei genau sowas bei raus. So, Platz ist in der kleinsten Hütte. Die Hütte hier ist gar nicht so klein. Praktische Ablagefächer hier. Hier nochmal was zum Ablegen. Da ist ein Batteriesymbol drauf nochmal, das heißt eine Ladeschale in irgendeiner Form habe ich noch nicht entdeckt, weil USB-Anschluss hier habe ich nicht gefunden. Unter dem Batteriesymbol ist ein USB-Stecker. Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Sehr gut. Und optisch basiert er so ein bisschen irgendwie, also er sieht aus, als wenn es davon Verbrennerbruder gab oder gibt. Aber dafür hat er verdammt wenig Mitteltunnel. Also da hat selbst ein Nissan Leaf oder eine Renault Zoe mehr Mitteltunnel. Und ja, somit kann man hier so durchrutschen. Platz nach oben hin, ja, für mich mit 1,75 völlig okay. Ich denke mal, das könnte auch enger werden, wenn man ein bisschen größer ist. Das Dach fällt nach hinten aber nicht flach ab. Das heißt, er hält die Höhe ganz gut. Und hier in der Top-Version mit dem optionalen Glasdach hat man tatsächlich auch noch mal ein bisschen Luft in der Mitte gewonnen, wenn man sich so ein bisschen nach innen rutscht. Dafür ist hier der Himmel ein bisschen weiter unten, weil er natürlich die Fassung der Laufschienen des Glasdaches alle aufnehmen muss.
Wie sitzt es sich jetzt auf dem Chefsessel? Ja, komfortabel. Man schafft es tatsächlich ganz gut, sich alles einzustellen, auch wenn der Gurt nicht höhenverstellbar ist, aber das ist er bei BMW zum Beispiel auch nicht. Das kennt man vielleicht ja schon der eine oder andere. Und das Lenkrad ist tatsächlich auch nur verstellbar in der Höhe. Ich kann es aber nicht rein- oder rausziehen. Das heißt, da müsst ihr für euch so ein bisschen den richtigen Abstand finden. Die Mittelkonsole hier, die stört jetzt nicht irgendwie am Knie, so wie viele das zum Beispiel bemängeln beim Polestar oder auch beim Hyundai Kona. Was ich gemerkt habe mit meinen 1,75, wenn ich entspannt auf der Autobahn fahre, lehne ich meinen Ellbogen ja hier und hier so ab. So. Und hier haben wir das dünne Fach mit der Schiebeklappe für den Becherhaltern und so weiter. Und man legt seinen Arm hier auf diese schmalen Kunstlederpolsterung ab. Und das ist dann doch sehr ungemütlich, weil das ist nicht wirklich hinterfüttert. Das ist sehr, sehr hart. Das fühlt sich nicht wirklich gemütlich an. Also, und da rutscht der Ellbogen auch immer so hin und her. Ja, das hätte man vielleicht besser machen können. Wenn man jetzt dann nochmal sich ein bisschen qualitativ das Ganze ansieht, dann ist das hier schon Hartplastik natürlich. Das Lenkrad, das Leder ist jetzt nicht besonders dick, hat auch ein paar, ja, nicht ganz so schöne Verarbeitungsthemen jetzt hier hinten am Bereich. Was mir gut gefällt, ist die Mittelkonsole. Zwar hier auch ein bisschen Klavierlack, aber hier auch so ein bisschen gebürstet. Das sieht gut aus. Hier oben auch, das ist tatsächlich hinterschäumt, das hätte man dann vielleicht auch hier machen können. Hier auch so diese Kunstledereinsätze. Das sieht schon sehr gefällig aus und vor allem verarbeitungstechnisch gibt es hier gar nichts zu sagen. Also die Sitze und so weiter, das gefällt schon gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein Highlight, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, das ist hier oben. Anders wie viele andere Fahrzeuge hat der MG nicht nur ein Glasdach, das ist sogar ein Glasschiebedach. Und wie das funktioniert, ist ganz großes Kino. Dazu haben wir hier oben im Dach diesen Schalter hier mit dem hier. Bewegt sich die ganze Jalousie ist da hinten. Und das auch in einem schönen Tempo. Das geht nicht so langsam wie beim ID3. Das ist richtig rucki-zucki. Jetzt seht ihr schon mal dieses riesige Panoramadach. Und wem das nicht reicht, der nimmt den. Und da seht ihr hier schon so ein paar Stufen. Ne? Und dann kann man jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich fahre es nur auf. Seht ihr? Nur so ein Spalt auf. Ja, kann man hier wieder drücken. Ziehen, meine ich. Drücken, auf, ziehen, runter. Und dann, was könnt ihr denn da machen? Ihr könnt es doch komplett aufmachen. Das ist doch super, oder? Ich finde das super. Wir haben analoge Instrumente. In der Mitte ist es dann ein Digital-Display. Ein großes Head-Up-Screen unten mit den Klimaeinstellungen. Sowas hier kennen wir von früher Mercedes. Jaguar hat jetzt beim iPass ja auch eine ähnliche Form. Bei Mercedes war es zum Bedienen des Menüs. Bei Jaguar und so weiter ist das der Drive Select Schalter. Der e-Niro hat was ähnliches. Hier vorne ist ganz witzig, Mode, damit schaltet ihr zwischen Sport und Normal und Eco. KERS, kinetisches Energierückgewinnungssystem, so heißt es in der Formel 1. Ich weiß nicht, ob die Abkürzung hier auch zählt, aber damit stellt ihr die Rekuperationsstufe ein, 1 bis 3. Und Battery hier hinten, da hinten steht einfach nur Battery drauf, den betätige ich einmal und dann zeigt er mir, wie viel Batterie ich noch habe. Aber das zeigt er eigentlich auch die ganze Zeit an. Das Navi vom MG hat übrigens keine Routenplanung mit Zwischenstopps. Das heißt, wenn ihr losfahrt, dann plant er für euch keine Zwischenstopps zum Laden ein. Ihr fahrt zum Beispiel jetzt irgendwie 500, 600 Kilometer. Er würde euch stumpf losschicken, ohne zu sagen, hey, das erreichst du gar nicht. Ist insofern nicht schlimm, als dass das zum Beispiel Hyundai jetzt mit dem neuen IONIQ 5 bis heute noch nicht hinbekommen hat. Da muss man sich nur drauf einstellen. Was ich viel schlimmer finde ist, gerade wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich mich nicht auskenne, das ist die Tatsache. Und ich telefoniere gerne beim Autofahren. Sobald ich mein Handy über Bluetooth gekoppelt habe und mit dem Navigationssystem des MG fahre, ist es so, dass wenn ich einen Anruf bekomme,
ploppt das hier auf, ich nehme es an, das Gespräch, und komme dann in keinster Weise zurück in den Navi-Bildschirm. Das heißt Blindflug. Ich kann mir jetzt auch den Navi-Bildschirm nicht hier auf die Mitte ziehen oder so, dass er hier noch irgendwelche Weganzeige hat oder fahrt da die Abfahrt ab. Nee, macht er nicht. Das heißt, wenn ihr tatsächlich telefonieren wollt und navigieren wollt, nutzt Android Auto oder nutzt Apple CarPlay. Aber die Kombination aus, hey, ich kriege einen Anruf, der ist im Hintergrund und ich schalte dann um aktiv auf die Navi-Systematik des MGs, das geht leider nicht. Okay. Die Frage ist nun natürlich, wie fährt sich der MG? Ja, und der Steve, den kennt ihr, der hat es schon mal hinbekommen, den Wagen in der Stadt auf unter 14 Kilowattstunden auf 100 zu bekommen. Also für die Stadt absolut gut. Ich blende euch die Bilder gerade ein. Das klappt auf jeden Fall. Ich selber, ich bin Autobahn gefahren und das Ergebnis, das mal eben in 5 Minuten, das war teilweise sehr spannend. Eine Sache, die überhaupt nicht gut gelöst ist hier am MG ECS, das ist das Thema Kindersitz. Und das zeige ich euch mal eben. Ihr seht unten die Isofix-Schiene vom Sitz und da unter, hier unter, da ist irgendwo, da seht ihr das blanke Metall da, da muss er rein. Ich wusste mir hier gerade einen ab, weil das nicht mal eben so geht. Also das ist bei VW viel, viel besser gelöst mit diesen Schienen, wo man einfach nur hochklappen muss, den Kindersitz rein, fertig. Verbesserungswürdig, absolut. So, mal eben was zur Tour, wie immer. Ich fahre über Hohenwarsleben, Lehrte nach Bremen. Bis nach Hohenwarsleben sind es ungefähr 160 Kilometer jetzt noch. Im Akku sind jetzt noch 230 Kilometer drin. Sollte an sich also gut ausgehen, denke ich. Aber ich kenne das Auto halt noch nicht. Das heißt, ich fahre jetzt hier auch tatsächlich so um die 120, nicht 130. Also, und muss mal ein bisschen gucken, wie der sich vom Verbrauch schlägt. Aktuell bei 120 jetzt. Laut ACC, ADA nämlich, also Distronic, verbraucht da um die 20 Kilowattstunden auf 100. Ja, was schon mal ganz gut ist auf Langstrecke ist, dass der MG einmal den adaptiven Abstandstempomaten hat, das heißt, er reagiert auf Fahrzeuge, die vor ihm kommen. Dann hat er eine aktive Lenkunterstützung, das heißt, der lenkt mit. Ja, ist vom System her gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Sehr unaufdringlich. Hin und wieder kommt dann mal eine Warnmeldung, weil ich bin es ja vom ID3 gewöhnt, dass der ein kapazitives Lenkrad dazwischen hat. Ist aber hier dann ähnlich wie zum Beispiel bei Hyundai oder so. Man muss dann immer mal so ein bisschen zeigen, dass man tatsächlich noch am Lenkrad seine Hand hat, ein bisschen Gegendruck geben oder so, damit das Fahrzeug weiß, okay, ich bin stets da und habe auch das Lenkrad im Griff. Der Abstandsregeltempomat lässt sich natürlich in Entfernung einstellen, wie dicht möchte ich, dass der Wagen auffährt oder eben nicht. Und die Einzelschritte zum Einstellen des Tempomats sind in 5 km/h Schritten. Also man kann jetzt nicht irgendwie auf 1 km/h, also wenn ich zum Beispiel statt 63 fahren möchte, statt 65, das geht leider nicht. Das Ziel Magdeburg-Hohenwarsleben sind jetzt ca. 100 Kilometer vor mir. Ich habe noch eine Restreichweite von 131 Kilometern. Das heißt, der Sweet Spot von diesem Fahrzeug auf trockener Bahn bei knapp, was haben wir draußen, 10 Grad oder so. Mir fehlt hier irgendwie eine Außentemperaturanzeige tatsächlich. Die habe ich noch nicht gefunden. Ist egal. Liegt aber unter 120 km/h. Also wenn ihr 120 fahrt, dann werdet ihr am Ziel nicht die Differenz haben im Akku wie beim Start.
ihr werdet verlieren. Der sogenannte Sweet Spot zeigt an, dass ihr genauso viel Kilometer schafft, wie ihr im Akku verliert. So, und damit die Differenz dann immer die gleiche bleibt, fährt man dann gegebenenfalls so, damit man auch ja ankommt. Ja, so geht das manchmal, wenn man mit dem Auto fährt, das man nicht kennt. Da verspekuliert man sich auch. Also, aus den 50 Kilometern Luft sind inzwischen, wo sind wir jetzt, bei 12, 13 Kilometer. Ich habe mich jetzt hinter den LKW gehängt und werde mal gucken, dass ich den Verbrauch runterbekomme. Der liegt nämlich bei aktuell 23,6 und geht jetzt langsam runter auf 23. Aber 23, das ist schon echt ordentlich mehr als das, was ein ID.3 bei 130 verbraucht. So, laden tut man den MG von hier. So, und jetzt, das ist so ein bisschen. Und jetzt, oh, guck mal hier, muss man hier erstmal die beiden Dinger machen, ne? Und dann ist die Kappe doch da drüber. Dann nimmt man jetzt hier. Und guck mal, jetzt habe ich eine Kamera in der Hand und muss hier dieses Kabel anstecken, ne? Das geht nicht, das geht nicht. Scheint zu gehen. So, mit 6% angekommen, jetzt ist er gerade auf 7 gesprungen. Und lädt mit 52 kW. Das dauert! 52 kW, das ist ja gar nichts. So, meine Lieben, hab das zu ihm eingegeben. Ihr seht 108 Kilometer. Geladen habe ich aktuell, das steht da ganz unten da in der Ecke, 121, aber mit der Erfahrung des MGs, die ich bisher gesammelt habe, werde ich hier nicht ohne 150 Kilometer Restreichweite losfahren. Also das war eben schon echt nicht schön. Also nee, ich mach 160 oder so rein. Ist der Wahnsinn. Also, gucken wir mal eben, wie die Ladeleistung ist. Vielleicht hat sich das ja gebessert. Nein, hat's nicht. Er lädt jetzt aktuell mit 44 kW. 44 kW. Ihr seht das, 21 Minuten habe ich 18 kW geladen. Wow, das ist echt nicht schön, du. So, jetzt hat er 160 Kilometer. Lädt bei 73% noch mit 35 kW. Soll für mich aber reichen. Ich fahre jetzt weiter ab nach Hannover. So, in 10 Kilometer habe ich jetzt Lehrtersee Nord erreicht. Ich bin jetzt eigentlich von Geschwindigkeit so immer um die 42 Kilometer Rest. Diesmal also alles total easy. Also immer wieder erstaunlich. So geht's dann, ne? So, laden wir mal, guck mal die Ladegeschwindigkeit an und dann geht's gleich ab nach Bremen. Ja, ich glaube, wir werden noch Freunde hier. 78 kW. Ich bin mit 10% jetzt angekommen und zum Beweis, es ist der MG. Also, jetzt haben wir doch schon mal knapp die 80 wenigstens. Also, ist noch ein bisschen was von 85 entfernt, aber 78 kW geht doch. Habe jetzt zwar nichts anders gemacht und ich habe auch weiterhin über CarPlay navigiert, also nichts mit Akku vortemperieren. Es geht auch schon runter auf da, 78 immer noch. Eben hat er kurz auf 77 gezuckt, aber es geht. So, ich habe jetzt mal das MG-Navi eingegeben. Der sagt, 1 Stunde 28 brauche ich noch, 140 Kilometer und 12.14 Uhr Ankunftszeit. Ich bin jetzt unterwegs seit 3,36 mit einem Verbrauch von 20,5 und 3,36 plus 1,28. Ich bin über 5 Stunden unterwegs, ne? Also, das ist natürlich, aufgrund der Ladezeiten und so weiter, geht das halt nicht besser, ne? Why won't
So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Verkehr hier. Tempo ist teilweise runter bis auf fast Stillstand. Und dann wieder auf 80, 90, 100. Und was mir da aufgefallen ist, das gefällt mir gar nicht, der aktive Abstandstempomat, der bremst mir viel, viel zu spät. Ich habe den Abstand jetzt extra schon mal ein bisschen hochgenommen auf die mittlere von 3 Stufen. Aber der bremst viel, viel zu spät. Also ich habe 2-mal selber gebremst. Einfach weil selbst für mich das schon zu spät war. Ja, so kann es laufen. Ich bin, wie ihr seht, nicht in Stendorf, in Ritterhude, sondern stehe hier an meiner Hemm, meine frühere Ladestation, bei der ich immer geladen habe. Und werde jetzt mal hier eben CCS laden, weil der zeigt schon gar keine Reichweite mehr an. Und bevor ich jetzt hier liegen bleibe, da habe ich echt absolut keinen Bock drauf, habe ich mir gesagt, nee, mal eben 5 Minuten hier ein bisschen was reinladen und dann nach Hause. Das ist sonst Mist. Auch wenn der MG jetzt hier in keinster Weise irgendwo sowas zu bieten hat wie ein Frunk oder Gasdruckdämpfer, womit er das dann hier alles offen hält. So muss man sagen, bezahlt man für dieses Fahrzeug tatsächlich nur nach Förderung 25.000 Euro. Und dafür habt ihr ein Alltagsfahrzeug, was definitiv richtig was taugt. Weder für Geld noch für gute Worte hat der MG vorne Parkpiepser. Und das bei der riesen Haube, die so ein bisschen abfällt. Wenn wir uns mal eben die Heckpartie angucken. Ja, so ein bisschen haben sie schon so ein seamless Heck. Das heißt, die Übergänge von der Heckschürze zur Heckklappe sind hier so in einem Guss. Aber man hat es hier auch einfach gemacht. Hier unten die Kante, die fällt ein. Hat hier eine Bordkante. MG-Logo ist hier hinten drauf. Und ja, er kommt einem irgendwie bekannt vor. Ich sehe hier hinten zum Beispiel unheimlich viel Seat drin. Ja? Aber so ein bisschen die Eigenständigkeit fehlt. Ist aber sonst alles auch qualitativ gar nicht schlecht ausgeführt. Da kommen wir nochmal später drauf. Ich will euch mal eben zeigen jetzt hier. Kofferraum hat er. Und zwar sogar einen doppelten Ladeboden. Sehr aufgeräumt drin im Innenraum. Und die seitlichen Ablagefächer, die sorgen für viel Platz. Damit könnt ihr auch einen größeren Ausflug machen. Das passt tatsächlich. Ihr fragt euch sicherlich, warum stellt denn der Schwung jetzt so ein Auto vor? Ja, ganz im Ernst. Der gewinnt über den Preis. Also, Fazit vom MG ZS EV. Für 25.000 Euro oder 23 sind das ja, ich sag mal 25, weil das die Spitzenversion ist, die kostet ungefähr 25.000 Euro, bekommt ihr aktuell nicht viel mehr Elektrisches als das, was hier gezeigt wird. Und das finde ich schon echt gut. Ja, es ist jetzt kein BMW, es ist kein Mercedes oder so weiter, aber es ist an sich ein sehr gut gemachtes elektrisches City-SUV. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Ich würde den MG ZS niemals für jemanden empfehlen, der ständig auf der Autobahn unterwegs ist, weil mit der Front steigt der Verbrauch und er ist da jetzt nicht wirklich ein Fahrzeug, was aerodynamisch ausgelegt ist. Die Front steht hier schon sehr, sehr steil im Wind und mit der Ladeklappe vorne, ja, Nasenlader haben ihren Vorteil, aber das sorgt natürlich dann auch dafür, dass er dementsprechend auch mehr verbraucht. Zum Einkaufen oder den Kurztrip irgendwo ans Meer kann ich das Auto echt nur empfehlen. Und von den Leasingkonditionen haben wir noch gar nicht geredet, weil leasingtechnisch kriegt ihr den schon unter 200 Euro. Und wenn das kein Schnapper ist, dann weiß ich auch nicht. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, der kleine Rundgang um den MG hat euch gefallen. Wie gesagt, qualitative Abstriche, so ein bisschen qualitativ im Innenraum, aber Hartplastik hat auch ein ID3, außen tipptopp verarbeitet. Hinten am Kofferraumdeckel, muss man ganz ehrlich sagen, die Nähte, auch in den Türen. Ich habe nichts gefunden, was irgendwie schlecht ist. Und das haben die Chinesen tatsächlich inzwischen drauf. Das war beim Volvo nicht schlechter und das war beim Polestar genauso gut. Und dass die Model 3 aus China besser sind als die aus den USA, das brauche ich euch nicht mehr zu erzählen. In diesem Sinne, ich bin raus. Hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Meine Meinung zum MG. Wir sehen uns hoffentlich zu einem nächsten Video hier bei Schwungvoll wieder. Danke fürs Zusehen. Ciao.